Komm her, komm her, komm her, komm her. Okay, es hat nicht so gut funktioniert. Und, oh mein Gott. Oh mein Gott, einer ist tot, einer ist tot. Nice, nice, richtig nice. Einer ist runtergefallen. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Survival Games auf The Hive und wir spielen auf der wundervollen Map SG6, die es jetzt seit, ich glaube, 2 oder 3 Tagen wieder auf Hive gibt. Die wurde ja rausgenommen, weil es da irgendwie komische Bugs gab oder so, weiß ich aber gar nicht so genau. Aber auf jeden Fall wurde sie rausgenommen und ist jetzt wieder drin. Anscheinend wurde das alles gefixt und es ist einfach mega cool, diese Map mal wieder zu spielen. Seit 2 oder 3 Monaten, wie gesagt, nicht einmal gespielt. Und gestern ein bisschen, heute ein bisschen und jetzt nehme ich die Runde auf und es ist einfach wunderbar, so eine alte Map zu spielen. Weil damals, als die Map rausgekommen ist, war ich ungefähr gerade so dabei, gut zu werden in PvP. Also davor war ich Noob. Und dann bin ich besser geworden. Und da habe ich echt viel auf dieser Map hier gespielt. Und ich werde direkt getargetet. GG. Oder okay, ich wurde, glaube ich, nur gehittet. Irgendwie laufen alle Leute hier raus. Also kommt mir irgendwie so vor, ich laufe jetzt mal meine alte Route, die ich damals als Noob immer gegangen bin. Weil die eigentlich ziemlich cool war. Und nein, kein Schwert. Oh mein Gott. Nein, ich werde getargetet. Oder nein, er will gar nicht auf mich, okay. Also normalerweise würde ich jetzt da unten zum Strand laufen. Allerdings finde ich die Route hier auch eigentlich gar nicht so kacke. Vor allem, ja, es laufen echt viele Leute zum Strand im Moment. Und deswegen laufe ich eigentlich, wenn ich allein spiele, hier längs. Weil wenn man zu zweit ist und ein Schwert am Strand hat, dann hat man eigentlich gewonnen. Weil man so ziemlich alles töten kann, was es da so gibt. Laufen die mir eigentlich nach, diese Leute da hinten? Das ist doch ein Araber. Warum läuft er mir nach? Ich verstehe es nicht. Auf jeden Fall gehen wir jetzt ganz schnell hier hoch zu Tier 2. Weil ich die unbedingt brauche, weil ich habe gar nichts im Moment. Oh mein Gott, und ich fail den Jump'n'Run. Ist natürlich schon so ein bisschen schlecht. Ich esse jetzt mal schnell ein Fleisch, so. Und hoffentlich schaffe ich einfach diesen Sprung, den ich eigentlich nie faile. Okay, nice. Steinschwert, okay, das ist schon mal gut. Ah, schade, ich habe gedacht, wir kriegen gute Rüstung, aber nein. Kriegen wir natürlich nicht. So, erstmal ein bisschen sortieren und jetzt schnell weg hier. So, hoffentlich hat er uns nicht gesehen. Nice, okay. Ja, also, was ist denn im Moment so los bei mir? Ich überlege gerade, über was ich reden könnte. Das FAQ oder das Q&A, es ist ja eigentlich ein Q&A und kein FAQ, kommt bald. Ich habe sogar schon die Gameplays alle aufgenommen. Ich müsste eigentlich nur noch die Fragen beantworten. Allerdings brauche ich dafür irgendwann mal eine halbe Stunde Zeit, um das halt zu machen. Und so lange müsste ich dann noch gedulden. Ich versuche es. Eigentlich würde ich es gerne am Wochenende irgendwann hochladen, weil ich bin Wochenendvideos irgendwie immer richtig chillig. Weil irgendwie am Wochenende gucke ich richtig viel YouTube und vielleicht guckt ihr auch am Wochenende richtig viel YouTube oder so. Wir laufen jetzt hier mal ganz, ganz, ganz schnell rein. So. Oha, das waren viele Pfeile. Und ein Goldharnisch, nice. Das hat sich richtig gelohnt, reinzugehen. So, und ja, deswegen werde ich versuchen, das halt irgendwann am Wochenende hochzuladen. Ich weiß nicht, ob ich es dieses Wochenende schaffe. Ich glaube eigentlich sogar leider nicht. Aber nächstes dann auf jeden Fall, also das Wochenende nach Ostern, dürfte es 100% eigentlich kommen. Weil ich habe ja im Moment auch noch Ferien und da würde ich halt in der Woche irgendwie so dran arbeiten. Und ja, ich habe jetzt auch endlich mal Ferien, schon seit Mittwoch. Ja, Schleswig-Holstein hat irgendwie immer Spätferien. Aber dafür haben wir auch quasi so gesehen länger Ferien, also wir haben bis später Ferien quasi. Also wenn alle zur Schule gehen, sind wir noch zu Hause, so ungefähr. Das ist auch eigentlich ganz chillig. Und ja, so, das war jetzt so zum FAQ, FAQ, Q&A, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, was könnte ich denn noch ansprechen? Also die Map, oh mein Gott, ich bin einfach so froh, dass es die Map wieder gibt. Einfach 2 Monate lang nicht auf einer meiner Lieblingsmaps gespielt. Also SG6, TSG3 und diese Forlorn-Maps sind meine Lieblingsmaps. Und es ist natürlich doof, wenn eine davon nie gespielt wird. Also man konnte sie ja nicht spielen. Vor allem, ich habe auch keinen anderen Server gefunden, wo es die gab, also SG6 jetzt. Bin deswegen halt ziemlich froh, dass es sie wieder gibt. Ich habe ehrlich gesagt schon gedacht, dass es sie nie wieder geben wird, weil Vareide hat ja aufgehört, also das Bot-Team Vareide und keine Ahnung warum, aber also es gibt ja nicht wirklich einen Zusammenhang. Aber irgendwie habe ich gedacht, dass es SG6 auch nicht mehr geben wird, warum auch immer, keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall mega nice, dass es die jetzt wieder gibt und ich finde es irgendwie komisch, dass es so wenig gewotet wird. Also ich kann euch ja mal hier oben, ich musste sogar mit meinem zweiten Account, also mit meinem normalen Account online kommen, damit ich nochmal für die Map vote, damit sie gewinnt. Weil ansonsten hätte sie, glaube ich, nicht gewonnen, so wie das aussah. Und ja, ich verstehe nicht wieso. Die Map ist einfach so großartig cool und ich weiß nicht, ich mag sie einfach richtig gerne. Und ich hoffe, dass ich in der Zukunft noch ein paar mehr SG6 Gameplays bringen werde, weil ich finde, die Map kann man nie genug spielen. Und ich brauche eine Hose, die beiden teamen nicht. Dann würde ich sagen, stauben wir mal ab mit 12 Pfeilen, geht das natürlich easy im Wasser. Ja, Bus ihn zurück, Bus ihn zu mir.
Und ja, das war nice. Double Hit. Und. Ja, komm. Oh Mann. Ja, okay, ich geh jetzt mal auf den hier. Ich bin richtig weit unter ihm. Okay, booste mich. Los, booste mich. Ja, nice. Er hat das Spiel verstanden. Er boostet mich. Oder er versucht zumindest. Immerhin etwas. Ja, komm. Ja, komm. Booste mich doch. Booste mich. Booste mich weiter. Los, gib mir. Ich weiß, jetzt ein bisschen noobig, aber ich brauche die Rüstung unbedingt von dem Typen. Ich brauche die Hose richtig dringend. Okay, jetzt schieße ich. Ich brauche deine Rüstung, Dude. Nice, okay, hab ihn. Jetzt wird er mich wahrscheinlich angreifen. Okay, er schreibt GG. Ach, warte, ist das... Ich glaube, der Typ kannte mich sogar. Ich weiß aber gar nicht so genau. Das ist sogar der mich kannte, glaube ich. In der Lobby hat irgendjemand geschrieben, oh, Captain Eric oder so. Oder halt Hanneke 2, weil, ne, und so. Aber Captain Eric war ja auch online, einmal kurz. Ja, ich weiß jetzt nicht, ob ich mit dem Team soll. Ich finde Teams eigentlich echt noobig. Ich lasse es einfach, ich team nicht mit dem. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Also irgendwie, keine Ahnung, ne? Premium-Runden sind immer nicht so spannend. Kein Team, sorry, nehme auf XD. Ja, tut mir ein bisschen leid, aber in der Aufnahme team ich eigentlich nicht so gerne. Es sei denn, ich bin natürlich mit jemandem mit TS, aber ist ja klar, ne? So, ich angle jetzt einfach aus Langeweile. Ja, er meint, ich bin Abstauber, okay. Naja, so, auf jeden Fall SG6, beste Map, die es jemals gab. Also eine der besten Maps, die es jemals gab. Und er wurde zweimal hintereinander KS'd, aber naja. Auf jeden Fall, ich gebe euch mal einen Tipp, wenn ihr gerade irgendwie Langeweile habt, dann spielt am besten mal eine Runde SG6, weil die Map ist einfach großartig. Dann ist ein Zweier-Team, okay, vielleicht sollten wir doch Team gegen das Zweier-Team. Oh mein Gott, er ist so tot. Und die laggen beide im Boden. Okay, der eine laggt nicht mehr. Zwei Team Araber auf jeden Fall. GG. GG. Ich glaube, ich nehme die Aufnahme einfach trotzdem, weil ich irgendwie nicht so viel Zeit habe zum Aufnehmen. Und ich würde das halt gerne hochladen. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ganz ehrlich, ich bin ratlos gerade. Ich kann hier kein Feuer machen. Das lohnt sich nicht. Ich kann nicht da hinten die Lianen hochgehen. Das geht auch nicht. Ich springe jetzt einfach mal hier ins Wasser und puste ihn etwas zurück. Und guck mal, ob er Fleehex anhat. Er sieht auf jeden Fall so aus, als hätte er so einen richtig krassen Hacker-Skin. So, ich booste den jetzt mal zurück. Oh mein Gott, das ist ein Araber-Team. Ich habe so Angst vor Arabern. Immer wenn ich einen sehe, habe ich Angst vor ihm. Ich habe eine Idee, ich gehe jetzt da hoch, die Lian. Und wenn sie dann hochkommen, werde ich einfach ein bisschen angeln, angelspammen. Und hoffen, dass sie dann runterfallen. Vor allem nochmal hier, okay, noch ein Cookie. Das war es wert eigentlich, an die Kiste zu gehen. Ein Cookie, ja, schon ziemlich... ich hoffe einfach, dass sie keinen Bogen haben, weil sonst würden sie mich darunter natzen. Aber, naja. Okay. Entschuldigung, dass ich jetzt nicht so viel zum Reden habe, aber ich konzentriere mich jetzt aufs Gameplay, weil ich wollte eigentlich, also, keine Ahnung, ich nehme auch nur auf, weil es SG6 jetzt wieder gibt. Weil es einfach so eine der besten Maps ist, die es jemals irgendwo gab. Also, es gibt nicht sehr viele Maps, die ich so feiere wie diese hier. Ich weiß gar nicht, wieso ich sie so feiere. Ob es daran liegt, dass ich die damals so oft gespielt habe als Noob und es einfach richtig viel Spaß gemacht hat oder. Warum auch immer. Oh, er schießt, okay. Jetzt kommt er mit dem Schießen. Ich war doch gerade im Wasser, mein Freund. Das war ein bisschen unschlau von dir. Ich versuche jetzt einfach, sie runter zu boosten. Und sie hochkommen. So. Komm her, komm her, komm her, komm her. Okay, es hat nicht so gut funktioniert. Und, oh mein Gott. Puh. Ja. Nein. Oh mein Gott. Einer ist tot, einer ist tot. Nice. Nice, richtig nice. Einer ist runtergefallen. Nein, oh mein Gott, bitte nein, ich will nicht sterben, ich will nicht sterben. Nein, 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 treff mich nicht, ja, gar, danke, nice. Wasser holen, oh mein Gott, einer ist tot, einer ist tot, einer ist tot, einer ist tot. Scheiße, Mann, der ist einfach aufgekommen, der Loser. XD. Geil, geilo, geilomatico. Wenn ich mal den lieben Herrn Kev... zitieren darf. Ich bin gerade irgendwie ein bisschen geflasht, dass der eine einfach runterfällt und stirbt. Ist ja schon so ein bisschen schlecht. Ich guck mal, ob mein komischer Freund da noch spectator. Nee, tut er gar nicht. Ist so. Sonst hätte er das richtig gefeiert. Team. Er will jetzt Team. Das ist der da oben, oder? Nee, das ist der gar nicht. Oder ist er das? Ich glaube, ja, das ist. Ich gehe jetzt mal nicht hoch. Der wird mich eh runterboosten. Ich würde sagen, wir gehen jetzt zum Spawn und gucken einfach, ob ich da noch irgendwas Cooles. Möchte ich ein Eisen? Ich habe mein Eisen weggeschmissen. Ja, ich hätte gern Eisen. Ja, okay, ich gehe da jetzt einfach mal drauf ein, was auch immer er jetzt mit mir vorhat. Okay, take. Ich glaube, entweder ist der Typ so fair,
dass er findet, dass ich gut bin, weil ich sein Teammate genutzt habe. Oder er hackt mich jetzt kaputt. Soll ich jetzt angreifen? Ich weiß nicht, ist es zu assi? Und da kommt einer. Behind you, okay. Ich glaube, der Typ ist nett. Oh, der hat ja nur eine Steinaxt. War eine ganz schöne Range. Komm, hilft er mir? Oder geht er jetzt auf mich, wenn ich low bin? Hä, will der jetzt ein Team von mir, der Araber, oder was? Ich würde sagen, ich greife jetzt auf jeden Fall erstmal das Eisenschwert. Und guck mal, ob der jetzt auf mich geht. Das interessiert mich jetzt ernsthaft. Ob der mich verarscht hat oder ob er auf mich geht. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Oh mein Gott, ich kann kein Feuer setzen. Ich bin manchmal so schlecht, ne? Allerdings auch nur manchmal. Ich glaube, der geht sogar auf den. Lol, der will Team. Ernsthaft, cool. Cooler Typ. Ich team jetzt mit einem Araber. Das kommt bestimmt richtig geil. Na egal. Auf jeden Fall, oh mein Gott, ich liebe einfach diese Map so sehr. Jetzt gönnt er sich den. Los, gönn ihn dir, gönn ihn dir. Ich weiß nicht, soll ich ihn backsteppen? Aber ich werde ihn KS'en auf jeden Fall. Ne, ich werde ihn nicht KS'en. Ich craft jetzt ganz schnell das Eisenschwert, solange die da kämpfen. Oh, jetzt auch kein Refill mehr. Okay, das ist auch nice. Ich hätte nämlich eh keinen Bock auf Refill gehabt, weil da wäre jetzt irgendjemand anders hingekommen. Kommt der Typ hoch. Ich craft mir jetzt auf jeden Fall erstmal ganz schnell das Schwert. Sticks und Brote. So, Brot, ein Brot, oha. Ja, ich rede schon wieder in Plural von Broten. Aber ich habe hier nur ein Brot, ey. Okay. Ich versuche jetzt einfach mal das Deathmatch nicht zu failen. Auf jeden Fall war die Runde eigentlich ganz witzig und die werde ich einfach nehmen. Weil irgendwie nehme ich einfach viel zu oft auf. Also ich weiß nicht, ich nehme so oft auf, bis ich eine gute Runde habe eigentlich. Und das sollte ich langsam echt mal lassen, weil das einfach voll die Zeitverschwendung ist. Also so gesehen. Und ja, ich würde sagen, FFA machen wir im Finale, weil ich keinen Bock habe, meine Feuerzeuge abzugeben. Ja, also Leute, wünscht mir Glück. FFA, okay, ja, habe ich doch gerade geschrieben, du Schlaukopf. Also, spammen wir hier mal alles weg, wenn ich das nicht brauche. Okay. So, dann geht's los. Wünscht mir Glück, meine Freunde. Denn wenn wir den Typen, da hinten hätten wir einen Typen mit wenig Rüstung, dann gehen wir erstmal auf unseren ehemaligen Freund da unten. Oder? Ich bin mal wieder so ein Stopp ab. Es sind hier nur Araber da unten und der eine hackt sogar. Oh mein Gott. Der hier hackt. Okay, einen habe ich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Der hackt so. Okay, den kriege ich aber. Hacker. Naja, Leute, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen, auch wenn es irgendwie jetzt nicht gerade so die krasseste Runde war. Aber auf jeden Fall ist eine Runde gefallen, das war irgendwie lustig. Und, ja. Araber sind überall. Und deswegen würde ich einfach mal sagen, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt mal Hashtag Araber in die Kommentare. Also A-R, keine Ahnung, ich schreibe es euch da. Also in diesem kleinen Lower Red, den ihr sehen solltet. Und auf jeden Fall, FAQ kommt bald. Und wenn ihr nichts zu tun habt, dann spielt einfach mal SG6. Oder nein, wartet, schreibt SG6 in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. SG6. Ja, schreibt SG6 in die Kommentare, wenn ihr bis hierhin geschaut habt. Und ja, auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat das Video soweit gefallen. Wenn ja, wie gesagt, SG6 und spielt fleißig SG6, meine Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.